So, jetzt geht's. Jetzt ist auch der schwarze Balken weg. Müsste bei euch ja auch gleich weg sein. So, das ist The Rise Son of Rooms. Das ist gerade bei Steam für 10 Euro. Dachte, das hole ich mir. Das hatte ich wie so auf der Wunschliste. Ich habe ein bisschen Kampferfrau gesammelt, deswegen steht da fortsetzen. Aber wir wollen ja eine neue Kampagne starten. Soldat. Geht alles verloren? Alles klar, kein Ding. Bam. Da liegt der Kaiser. Kniet sich hin. Er ist hier. Götter, steht mir bei. Er will mich töten. Er ist hier. 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 Helft mir. Hilfe! Er ist hier. Er ist hier. Er ist hier. Beschützt euren Kaiser! Ich, Nero Augustus Germanicus, befehle euch, euren Kaiser zu beschützen! Das hören natürlich die Soldaten da unten, die eigentlich schreien, Schummel. Mit kurzen Durchschlägen. Alles klar. Mich, euren Kaiser! Centurio Severus, zu mir! Stelle das am höchsten Ort, auf den du findest. Wenn die Barbaren ihn sehen, fliehen sie. Der Sieg wird unser sein. Linker Hund. Das nochmal. So, das ist jetzt PC-Vision. So, drücke. Und X. Gesundheit auszusuchen. Und jetzt? Man ja alles vergessen, ey, wenn er im Kampf ist. Auf der Brücke! Da sind zu viele! Los, los! Lässt zum Palast vorrücken! Boah, das fängt schon mal gut an. Unsere Männer werden nicht mehr lange standhalten. Oh, weggeschossen. Super. Wieso klappst du denn immer? Ja.
beim Blocken ist auch noch rechtzeitig blocken hier. Das ist ja wunderbar. Die Barbaren nähern sich den Palasttoren. Wir müssen ihnen zuvorkommen und sie zurückhalten. Vorwärts, Männer! Reiß die Leiter runter! Zuleiter! Schön, 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 schön. Oh, ich habe es vergessen einzustellen, das ist ja 18, ne? Schön machen. Und gleich mal den. Weiter geht's. Achso, die. Und das Schubsen. Das hatten wir ja auch noch. Hinten absichern, hinten absichern! Durchbrecht ihre Reihe! Gib auf! Lauf weg, solange du noch kannst! Vorsichtig, vorsichtig! Schweig ab! Salven abfeuern! Salve abfeuern! Wie steht's um die Verteidigung, Soldat? Der Großteil der 18. ist immer noch kampfbereit. Wir verfügen über 3 Hilfseinheiten. Skorpios, Bogenschützen und Katapulte. Organisiere die Verteidigung. Jawohl. Drücke A. Befehle deine Soldaten. Lücken zuschließen und die rechte Flanke zu sichern. Du wirst die linke Flanke mit deinem Scorpio beschützen müssen. Okay. Bildet eine Linie. Nördliche Barrikade. An strategischen Punkten stehen Brandfallen bereit. Oha, 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 oha. Feuer! Oha, die sind durchgebrochen. Männer brauchen Hilfe! Die Stellung halten, Männer! Stellung halten! Durchgebrochen, durchgebrochen, Leute! Durchgebrochen! Den haben wir erwischt. Feindliche Bogenschützen an der Brandfalle! Jemand muss sie anzünden! Den haben wir erwischt. Jemand muss die Brandfallen zünden! Barrikade hält nicht stand! Wir brauchen Verstärkung! Haltet stand, Männer! Feuer! Den Turm haben wir zerstört. Die
feuert! Befehlt den Katapulten die Aufstellung im Palasthof! Feuert auf meinen Befehl! Katapulte! Ja. Feuer! Feuer, Feuer, Feuer! Rückzug! Rückzug! Brechen die jetzt durch, oder? Ich bin sicher. Yeah! Herr, wir haben sie zurückgeschlagen. Nur eine Handvoll hat es in den Palast geschafft. Sehr schön. So. Drücke, was ist das denn jetzt hier? So, Gesundheit, Fokus, Kampf. Kaufen. Mit Erik kaufen. Fokus. Oh, guck mal. Ah, okay. Aktuell 15.000 kostet. Was ist das denn? Fokus. Kampf. Kampf ist wichtig. Verbessert. Rekrut. Fokus. Gesundheit wäre mir lieber, muss ich ehrlich zugeben. Aber das geht nicht mehr, ne? Nee. Obwohl EP ist auch nicht schlecht. Oder Leben verbessern. Ich mach XP. So, jetzt haben wir das verbessert. Guck mal unser Schwert an. Sehr schön, sehr schön. Tritt im Palast. Helft mir, ich befehle es euch! Mein Kaiser, die Palastverteidigung ist durchbrochen. Ich sorge mich nicht wegen der Barbaren, sondern wegen ihm! Ihr müsst an einen sicheren Ort. Sicher? Wir sind nirgends sicher vor diesem Dämon. Wir bringen euch in Sicherheit. Zu euren Gemächern? Meine Gemächer? Nein, nein! Die Gruft, hier lang! Was? Los, jetzt! Sofort geht gleich los. Warum ist die Tür verschlossen? Da ist jemand drin. Ich glaube, du solltest sie vielleicht öffnen. Ja, geht sofort los, mein Kaiser. Geht sofort los. Zack. Geht los, mein Kaiser. Ich bin schon da. Ich stürme. Ich eule. Und mein Telefon nervt. Bis Uhrzeit. Bam, 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 bam. Bessere Rüstung, besseres Schwert. Schicke Kurzschwert hier von den Römern. Bam. Räum den Weg zur Gruft frei. XP. Wo habe ich Schwein, dass ich gerade XP aufgefüllt habe? Oder besser verbessert habe? Da kommt ein General! Ich gehabt!
Oh nein! Oh nein, nein, nein! Letzter Speicherpunkt. Oh, ich dachte schon, ey. Schwein gehabt. Ladebildschirm. So, stumm. Warum ist die Tür verschlossen? Ja, mein Cursor. Ich musste nur schnell mal die neueste Elektronik, die ihr nicht hattet, leiser stellen. Ich lasse jetzt aber nicht. Ich lasse mein Leben. Sorry, ich stelle nicht auf XP. Da kommt ein General! Befehl! Mit dir nehme ich! Ich fürchte dich. Tötet sie alle. Oh Mann. Finger tut schon weh, ey. Warum ist die Tür verschlossen? Da ist jemand drin. Ich glaube, du solltest sie vielleicht öffnen. Da sind Barbaren. Ich lass mein Leben. Da kommt ein General. Pech gehabt. Boah, das war gut, das war gut, das war gut. Schlachtet diese Schweine ab! Das waren Römer. Wir sind Römer. So schwer ist es gar nicht. Warum ist die Tür verschlossen? Soll ich mal nachgucken? Da ist jemand drin. Ich glaube, du solltest sie vielleicht öffnen. Warum den Weg zur Gruft frei? Das Leben. Kommt ein General! So, jetzt, wenn ich jetzt hochlaufe. Alle zusammen, tötet ihn! Komm her!
hart, Alter! Ach, Mann! Du willst mich doch verarschen. Dafür wirst du sterben, Römer! Deine Götter! Kämpfe ich hier alleine? Leute! Ich bin euer General. Ihr müsst für mich kämpfen hier. Ey. Endlich! Trauert um die Toten. Speicherpunkt. Bleib zurück, mein Kaiser. In den Schatten könnten sich noch mehr verbergen. Puh. Jetzt brennst du, Römer! Reicht dir das Herz raus! Oh. Alter! Ich hab doch B gedrückt. Willst du mich doch verkackern? So, mein Kaiser, bleib hier. Ich will mal nachkicken. Jetzt brennst du, Römer! Geschafft. Hier, schnell! Komm schon. Komm schon. Tja, das ist so eine Technik verrückt aus. Na, schnell! Wer weiß. Schnell. Hauptsache, das ist schon eine Fackel, ne? Damokles ist von den Toten auferstanden, wahrhaftig! Damokles. Damokles ist ein Mythos. Männer töten Männer, mein Kaiser. Die Götter führen uns. Sie mischen sich aber nicht in unsere Angelegenheiten ein. Ach, und welches Orakel hat dir das gesagt, General? Mein Vater. Wir sind in Sicherheit. Ich glaube, wir sind hier sicher. Nun, ich bete zu den Göttern, dass wir das sind. Oh, wir sind hier sicher, mein Kaiser.
So sicher, wie es geht. Sicher? Ja, sicher. Aber du, welcher Familie? Wie ist dein Name, Soldat? Marius. Doch mein Name ist nicht wichtig. Meine Geschichte jedoch schon. Marius. Mein Vater lehrte mich, dass die Götter unser Schicksal bestimmen. Jedoch wir allein unseren Weg wählen. Eure Bestimmung war es, Kaiser zu sein. Meine, Soldat. Die Ehre meines Vaters führte ihn auf einen Weg, der den Menschen diente. Doch was führte uns auf unsere Wege? Was machte uns zu den Männern, die wir sind? Meine Geschichte beginnt vor gut 10 Jahren. Ach so, jetzt gucken wir 10 Jahre... Entschuldigung, wenn ich jetzt ein bisschen kurz weg war vom Mikro. Oder weiter weg, ist ein bisschen leise war. Also jetzt sind wir 10 Jahre in der Vergangenheit. Ich glaube, jetzt sind wir noch kein General, ne? Und sind wir Vater! Gerade... Marius? Es tut gut, dich zu sehen. Wie sehe ich aus? Wie ein echter römischer Soldat? Du siehst gut aus, mein Sohn. Willkommen daheim. Willkommen daheim. Wohin wirst du versetzt? Alexandria. Ah, Alexandria. Eine ruhige Provinz. Mutter wird erfreut sein. Ich bin nicht in der Armee, um in der Sonne zu liegen. Ich will kämpfen, so wie du, für das Reich. Alles zu seiner Zeit, Sohn. Alles zu seiner Zeit. Denk daran. Nicht alle deine Feinde lauern auf dem Schlachtfeld. Vater? Oh nein. Marius. Oh. Lass dich ansehen. So stattlich. Mutter, bitte. Deine Schwester will dich unbedingt sehen. Er wird sie noch früh genug sehen. Fürs Erste würde ich gern allein mit ihm sprechen. Na schön. Dann gehe ich deine Schwester suchen. Bedrückt dich etwas, Vater? Wir reden später darüber. Aber jetzt, zeig, was du gelernt hast. Speicherpunkt. So, mach dich bereit. Warte. Für meinen YouTube-Channel mache ich jetzt hier eine kleine Pause. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss.